Das Portal, das wir wohl mit Abstand am meisten, sogar mehr als unseren Eingang benutzt haben. Ja, obwohl, doch der Eingang, ne? Aber die hier, die Felderbase. Also da ist ja, da sind wir so oft ein- und ausspaziert, das ist ja unfassbar. Und das war ja auch von einer Folge, keine Ahnung, also ganz am Anfang. War das nicht sogar noch in den ersten 100ern, als wir hier angefangen hatten? Das hier auszuheben und so. Ich hatte mir immer auch mal vorgenommen, das alles zu begradigen. Also die Seite hier ein bisschen abzutragen und nach unten zu machen. Und auf der Seite hier das Gegenteil und ein bisschen anheben, damit das hier schön eben ist. Aber ja, kein Plan. Oh, die sind aber gewachsen. Na komm. Na komm, da war doch gerade. So. Oh ja, oh ja, oh. Die ganze Zeit gab es keine Erträge und jetzt werden wir damit zugeschmissen. Das freut mich natürlich. So. Kann es sein, dass wir einfach immer ein bisschen länger warten müssen? Gut möglich, ne? Da sind noch welche. Hier sind welche. Da oben. Oh! Was geht denn jetzt ab? Da immer noch. So. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Ah, hier lagen noch welche, stimmt. So, da oben. Bin ich doch wieder am Ressourcen sammeln, ne? Aber es ist auch gerade echt sehr satisfying, dass wir endlich mal viele Beeren pflücken. Und hier sind gar keine, doch da. Und das Spawn ist bestimmt gleich direkt welche nach, ne? Weil die jetzt weg sind, ist hier Platz für andere. Also für andere Beeren, die dort spawnen können. Aber ich glaube, das war's. Ja, hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. So, und dann gucke ich noch einmal letztes Mal dort. Nö. Und wie viel haben wir? Einen ganzen Stack voll. Das gibt's ja gar nicht. Ja, moin. Ach ja, hier. Mein Reusenexperiment. Da habe ich gedacht, die Fische... Also, wir warten, dass die Fische kommen. Dann laufe ich hier hin, damit die Fische dahin gelockt werden. Und dann schwimmen die ja einfach von uns weg. Und wenn dann da eine Welle ist, ne, man sieht's, das ist Wasser hier, habe ich genau so gemacht, dass es ansteigt, dass sie hier raufgehen und dass es sinkt und wieder hier hingehen und die einfach aufsammeln. Hat überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung. Hätte ich vielleicht mal mich vorher ein bisschen mehr informieren sollen. Also ich habe in YouTube ein paar Videos gesehen, wie die das gemacht haben, aber die haben das anders gemacht als so. Und auch das war nicht sonderlich effektiv, bin ich ehrlich. Ja, aber ansonsten, so, den da bringe ich mal um. Liebes Glück gehabt. Und noch ein. Tschüss. So. Und hier war aber nichts von Interesse, ne? Ein Monolith im Wald. Ja, gut. Das Gemächt der Mächte. Ach ja. Die Folge heißt so. Ich spare mir das jetzt mal darüber zu gehen. Aber da war eine Felsformation, die sehr seltsam aussah. Hier ist die Mine des Fastnichts. Wo wir nur den einen Gang hatten. Da wir jetzt aber in der Mine des Nichts waren, kann ich mir das sparen. Wildschweininsel. Mhm. Steinvorgruft. Aha. Da haben wir ja einmal schon dieses mit dem Erz gesehen. Hier ist Knochenwanz. Das ist aber nicht die Knochenwanz-Base, ne? Nee. Mhm. Ja, ansonsten ist hier nichts. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Und gehen zu den anderen Portalen. So. Und den Loot schmeiße ich mal runter. Das können wir später einsortieren. Sehr gut. Ja, dann haben wir die alle durch. Bis hinten durch. Und das können wir uns sparen. Weil da ist ja noch nichts. Ne? Und da habe ich auch ein bisschen Angst, wenn wir dann, wenn das neue Update kommt, dass wir hier reingehen und dann mitten im Wasser schwimmen. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das hier ist... Stimmt, da können wir vielleicht nochmal kurz Pilze sammeln gehen. Ich gehe nochmal rein und gucke, ob ich da Weltwunder eingetragen habe. Ich glaube aber nicht. So, und, oh, hier sind wir gestorben. Hier ist eine Bauminsel. Bauminsel? Wie, hier ist Bauminsel? Keine Ahnung. Ich glaube, weil mitten in der Lava eine Insel war, wo Bäume drauf waren, die aber komplett sonst umgeben von Lava war. Ich glaube, das war's. Aber hier ist überall nichts, ne? Nö. In den kompletten Ashlands habe ich nichts eingetragen. Hier ist ja unsere Base, unsere Smaragdflamme-Base, ne?
Und das hier ist ja die Base, die ich hatte wegen Loot. Komm, das gönnen wir uns. Oh oh. Hui! Verzeihung, das war gerade ganz schön gewagt. Ich nehme mal hier das alles mit, weil die brauchen wir ja nun mal, ne? Und wo wir gerade hier sind, kann ich sie doch nicht zurücklassen. Wobei ich eigentlich gesagt habe, völlig egal. Wir lassen Loot liegen. Aber die Pilze sehen so lecker aus. Kann ich nicht liegen lassen. So. Naja, eigentlich sehen die gar nicht so lecker aus. Bin ich ehrlich. Wenn es die in echt gäbe, weiß ich nicht, ob ich die essen würde. So wie die aussehen. Naja, gut, okay. Außer natürlich... Ja, wahrscheinlich würde ich sie essen. Weil es ja egal, wie ein Pilz aussieht. Wenn du weißt, dass man den als Mensch essen kann, dann isst du ihn. Also, kann ja auch komisch aussehen und trotzdem lecker sein. Oh, hier ist ein Askin verreckt. Mit dem Loot. So. Warum hat es gerade schon wieder geleckt? Das ist auch immer in den Ashlands, ne? Diese random Lag Spikes. Weil meistens können wir es uns erklären, woher es kommt. In den Ashlands allerdings sehr häufig nicht. Naja, gut. So. Das haben wir. Du stirbst. So, tschüss. Und dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Ich habe auch ordentlich Pilze mitgenommen, ne? Ja, 21. Ein knapper halber Stack. Da sage ich no. Und sind hier zufällig noch welche? Nee, ne? Ja, hier unten ist, glaube ich, noch Straußenfahren. Ja. So. Sehr gut. Und dann hier hoch. Huch. Oh. So, jetzt aber. Deo. Finde ich auch immer noch so absurd, dass man so die Treppe hochgeht. Aber ich glaube, das ist einfach, damit man... Damit halt zum Beispiel Mobs die Treppe nicht benutzen können. Und deswegen funktioniert es mit Springen. Und deswegen macht man das, glaube ich. Aber ich finde das irgendwie... Sieht ein bisschen albern aus. Gut. So, ab nach hier hinten. Und runtergeschmissen. Den ganzen Loot. So. Und ich guck mal, wie spät haben wir. Nachmittag noch. Aber es ist noch nicht spät. Also der Zeiger steht noch nicht auf spät. Dann ist es noch okay. Ja, Eingang, das können wir uns natürlich sparen. Ich würde dann einfach mal zur Ecktür gehen. Der war übrigens gar nicht weit weg von Altar. Also ich habe deswegen Altar eben gerade ausgeklammert. Weil der und der sind sehr dicht beieinander. Ich wollte sie trotzdem getrennt voneinander haben, damit es ein Portal gibt, ne, für neue Spieler oder was auch immer. Und dass es eins gibt für den Boss, ne? So, hier sind wir. Und das meine ich. Hier ist direkt der Altar. Und hier ist sonst gar nichts. Lichtgruft? Ach ja, die Gruft, wo die Texturfehler waren. Stimmt. Das ist aber sehr unspektakulär gewesen. Fand ich aber trotzdem bemerkenswert. Hier sind schwimmende Felsen und da eine alleinige Insel. Schwimmende Felsen haben wir häufiger gesehen in dem LP, ne? Tatsächlich. Ja, und hier unten kein Plan. Da, selbst wenn da was... Alter, geht das hier weit. Hier ist dieser Steinkreis, glaube ich, den ich mal meinte. Boah, haben wir hier viel erkundet. Ist ja ein Brecher. Naja, gut. Aber habe ich mir schon gedacht, dass es hier nicht wirklich was Spannendes gibt. Ne? Wo ist denn überhaupt hier der Ecktürplatz? Ah, hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Bossportal. Und nein... Ja, denn Boss 2 ist natürlich der Uralte. Aber natürlich gibt es hier kein Portal für den Uralten. Und warum nicht? Weil unsere Base der Spot des Uralten ist, natürlich. Aber das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile. Nur für die, es nicht wissen. Deswegen gibt es hier kein Boss 2. Wir sind hier bei Boss 2. Ne, unten bei uns im Keller. Gut, wie auch immer. Stimmt, hier waren wir vor kurzem, ne? Ich erinnere mich, wir sind hier gewesen, weil... wir hier erkundet hatten. Hier wollte ich erkunden. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist ja doch ganz schön riesig. Und fand es auch irgendwie ganz schön boring. Ah, hier ist die Arktis Base. Eine Querscholle. Flut? Ach ja, das haben wir vor kurzem entdeckt, ne? Vor ein paar Folgen. Wo alles so überschwemmt war. Das sah natürlich schick aus. Ansonsten wäre hier noch ein Flussdelta. Das ist gar nicht weit weg, da können wir mal kurz hingehen. So, ja, Alter, innen rein. Ist hier direkt nebenan. Mal gucken. Das schaue ich mir doch mal an. Und,
Nachtmusik, ne? Beginnt gleich. Ich glaube ja. So, ich slide hier mal rüber. Was ist denn hier das Flussdelta? Cross the Delta. Cross the Delta. Okay. Oh, ein Troll. Ja, 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 ja. Komm, entspann dich. Entspann dich. Ah, jetzt sieht man's. Hm. Hier, hier und direkt daneben noch einer, ne? Stimmt. Vor allem, als ob so ein Flussdelta aussieht mit solchen hohen Bergen. Ja, komm, Digi. Du brauchst es gar nicht erst versuchen. Tschüss. Und dein Loot kannst du behalten. Stimmt, ja, ne? Hier sieht man's. Schon cool. Irgendwie. Find das schon cool. Also, natürlich sind diese Flüsse ein bisschen zu random, ne? Weil das Ding ist, dass es nun mal bei diesem Spiel, Wasser ist immer auf der gleichen Ebene, ne? Also halt auf Meeresspiegelebene. Und es gibt nicht höheres Wasser zum Beispiel. Deswegen muss das auch immer so tief sein, wie das Meer selbst ist. Und das ergibt dann natürlich solche Formationen. So lala hübsch, aber andererseits finde ich, es sieht auch irgendwie beeindruckender aus. Wobei man immer sehen kann, was der Generator gemacht hat, ne? Hier zum Beispiel. Hier, starte Fluss. Und dann... so einfach fließe bergab. Und so, und dann ist das dabei rausgekommen. Naja, gut. Aber was soll's. So, ich slide hier mal rüber. Nein! Nass geworden. Gar nicht weiter wild, weil wir gehen sowieso gleich pennen. Und da werden wir dann wieder entsprechend trocken sein. Und gut ausgeruht. Jetzt sind wir nämlich auch nur noch 7 Minuten. Aber wir sind doch bald durch, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob noch andere Spots da waren. Also, ob wir noch mehr von diesen, in Anführungsstrichen, Weltwundern haben. Oh oh, Nachtmusik. Und hier war doch irgendwo ein hässliches Vieh, oder? Hier flog doch irgendwo ein hässliches Vieh rum. Was ist denn da los? Was ist das denn? Weiß? Ach, das ist rot. Das hat nur geschimmert. Okay. Ich dachte gerade, wer blutet denn? Schnee. Gut. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen zurück und schmeißen uns in eine Pofe. So. Den Loot nochmal runtergeschmissen. Ja gut, das eine Ding hier. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch in den Müll werfen können. Also. Oder irgendwo wegwerfen können. Mal gucken. So, ab nach oben. So, und schlafen gelegt. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann ab nach unten. Und ins nächste Portal. So, hier kurz runtergeslidet. Und, ja, Drachenmutter, ne? Keine Ahnung, wo wir rauskommen. Mal schauen. So, ach ja. Hier habe ich uns so eine kleine Base in den Berg gebaut. Ich erinnere mich. Stimmt, und hier war doch Olympus Mons. Den gucke ich mir definitiv an. Das weiß ich noch sehr genau, wie geil ich diese Aussicht von diesem Gebirge fand. Oh, oh, wir haben gar kein Food mehr dabei. Naja, gut. So. Zack. Und let's go. Ist ja hier direkt. War da nicht sogar auch eine... Oh, ein Golem. Ja gut, dann lenkt euch mal gegenseitig ab. War hier oben nicht auch ein Dingens? Eine... Frost? Ein Frost Cave? Ja, ne? Ja, hier. Direkt unter uns, meine ich doch. Der Golem verfolgt uns nicht mehr, ne? Doch. Doch, da kommt er, gut. Ja, dann stehe ich mal hier oben. Dann komm mal her. Und dann hau ich ab. Oh. Voll geil hier. Der kann das kaputt machen. Ups. Naja, gut. Ja, dann bleibt da oben mal stehen. Und wir können uns derweil hier in Ruhe umgucken. Weil ich finde das so geil, oder? Da mit diesem Sumpf, der sich so andeutet, da so ein Gebirge. Hier sieht man so runter auf diese Küste und auf diese Meerenge hier. Voll geil. Und hier hatte ich überlegt, mal irgendwann
so eine Winterresidenz zu bauen. Dachte mir dann allerdings, vielleicht wäre das ein bisschen zu übertrieben. Aber gut. Aber voll schön, finde ich. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und da dann so ein Turm, der so richtig, richtig hoch ragt. Das wäre schon echt Hammer. Gut. Wer es übrigens nicht weiß, Olympus Mons ist das größte Gebirge in unserem Sonnensystem. Befindet sich nicht auf der Erde, sondern auf dem Mars. Da ist das größte Gebirge, also an der Höhe, also noch höher als der Mount Everest. Ne? Deswegen habe ich es so genannt und nicht Mount Everest. Mount Everest dachte ich mir ein bisschen zu boring. Ja gut, wie auch immer. Ach, so ein Dragon. Ja, komm her. Nein, daneben. Nein, daneben. Ich habe drüber geballert. Ja, weil der lässt uns nicht in Ruhe. So, jetzt lässt er uns in Ruhe. Danke, ne? Gut. Ja, und ich hau mal ab hier. Und wo ist denn hier unsere Base? Ah, hier. In den Stein geschlagen. Stimmt, da habe ich hier extra so einen Weg hoch gemacht. Dass ich hier ganz entspannt zur Queen laufen kann. Das war das Boss. War das beim Boss Snatchel Special? Mit den Jungs? War das hier? Ich glaube ja. Oder? Ich glaube ja. Ich meine ja. Gut, wie auch immer. Wir gehen zurück. So. Und ich glaube, das war's allmählich, ne? Also da fehlt natürlich noch was. Vor allem fehlt auch noch eine Trophäe. Und wir gehen mal kurz zur Jaglut-Trophäe. Mal gucken, was es hier zu finden gibt. Wobei, ja komm. Da, das würde ich jetzt nicht als Loot bezeichnen, den wir abwerfen müssen. So, hier sind wir. Ich erinnere mich. Da war Jaglut. Schon wieder einer, ey. Diese Geräusche von den Viechern, ne? Hier war ein Karnickel-Jagdgebiet, aber hier sind keine Weltwunder, ne? Glibberbaum im Wald. Ja, naja, gut, okay. Hier sieht man doch auch, dass der Sumpf so rausgeht. Also so ungewöhnlich ist das jetzt nicht. Eiskönigsfelsen. Weil die Frost Caves immer so einen Stein nach oben haben, ne? Wie der Königsfelsen bei König der Löwen. Aber ja, das ist ja dann doch ein bisschen boring. So, da sind wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier rein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier war auch nix. Stimmt, die Laterne hatte ich stehen lassen. Und wir waren ja auch auf jeden Fall unter dem Dingens, ne? Ich kann ja mal kurz rausgehen. Aber das kennt ihr wahrscheinlich alle selbst. Ne? Hier ist ja so ein kleines Loch. Direkt bei der Queen. Finde ich richtig nice. Und ist hier irgendwas Interessantes? Nee, ne? Nö. Naja, gut. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass ich Sorge hatte, dass es hier gar keinen Queen-Spot gibt. Und wir waren an so vielen Orten, wo wir vermutet hatten, wo sie sein könnte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das überall war. Ich glaube, die Markierungen sind jetzt gar nicht mehr da, ne? Wir sind zum Beispiel nach hier oben gelaufen mal. Hier? Oder nee. Wo war das denn nochmal? Hier! Da! Und da haben wir dann festgestellt, hier ist gar keine Queen. Und dann waren wir noch woanders und hier und da und sind über die ganze Welt. Und es gab nur noch eine einzige letzte Möglichkeit, wo eine Queen sein könnte. Und das war tatsächlich hier. Ne? Und das habe ich nicht herausgefunden durch Valheim selbst, sondern durch diesen, was ich meine mit diesem Map Viewer, der einem auch zeigt, wo die Bosse sind. Und da ich allerdings diese ganzen Gebiete... Ne, das ist ja eine Map, die vor dem Mistlet-Update kam und deswegen gab es da halt Probleme. Und deswegen musste ich herausfinden, wo die Queen ist auf diese Art. Aber es hat geklappt. Wir haben den Queen-Spot. Ist das überhaupt schon mal aufgemacht worden? Ja, ne? Ja. Nee, aber will ich nicht. Gut. Ja, haben wir das ja auch nochmal gesehen. Schick, schick. Und ich würde sagen, dann gehen wir zurück. Dann haben wir alle Portale durch, ne? Natürlich bis auf den letzten Boss. Ne? Aber da müssen wir den Boss ja auch theoretisch erstmal nochmal klatschen. Hm.
Ich würde sagen, ich gehe hier erstmal nach unten. Und dann sortieren wir den ganzen Crumple ein. Fälle. So. Und hier haben wir Magie-Stuff. So. Beeren. Gar nicht mal wenig. Da gehe ich mal direkt nach hier hinten und sortiere das zuerst ein. So. Sehr gut. Dann Cryders. Nee, Honig nicht. Pilze. So. Trophäen. Dann Monsterfleisch hier. Monsterorgane. So. Großviehfleisch. Auch nicht. Aber Trophäen. Beziehungsweise, nee. Das ist ja eine Hirschtrophäe. Also Bossborn. Hier. So. Dann haben wir hier Eis gefunden. Und Knochen. Und Leder und Häute. So, nochmal durch. Baumaterial war dabei, ne? Grausten und Stein. Rein damit. Rein damit. Holz ebenfalls. Was haben wir hier noch? Kohle. Das Erz packe ich hier und hier hin. Dann Fleisch. Samen. Teer. Ja gut. Ich mach mal hier die Pfeilspitzen weg. Das letzte Mal einsortieren, ne? Sieht irgendwie komisch an. So, dann hier und hier. Nee, ich schmeiß die Sachen erstmal runter. Das und das. Teer aufgesammelt. Teer reingeschmissen. Dann haben wir hier noch Feuer. Monsterfleisch. Hier. Dann Fisch und Reptilien. Großviehfleisch. Monsterorgane. Goldsamen. Vier gelbe Pilze. Wow. Rein damit. Und was war das noch? Chitin und Gold. Gold hier rein. Und Chitin hier rein. Und dann gehen wir mal kurz nach unten und bringen den anderen Stuff ebenfalls weg. Hör damit. Hör damit. Und rein damit. Och nö. Flauschi? Willst du mich doch echt flachsen? Ach. Los! Geh! Oh Mann, ich frage mich, wie der da immer reinkommt. Jetzt mal ganz ehrlich. Also er kommt rein, aber nicht raus. Geht der hier so hoch und glitscht sich durch, aber kann sich nicht zurückglitschen? Das ist meine Vermutung, kein Plan. Oh, hier ist Met, ne? Die letzten zwei Metmischungen. Na, das ist ja mehr als symbolisch. Das ist kein Zufall. Also, das ist Zufall. Das habe ich nicht so geplant. Gut. Oh! Und die Dinger müssen wir auffüllen. Jetzt aber schnell. So. Und so. Sehr gut. Und hier. Und hier. So, und da packe ich die restlichen Augen wieder rein. Und hatte ich das richtig gesehen, dass... Warte mal, Knochen sind noch okay. Sumpfholz. Nee, das war es nicht. Irgendwas war doch voll. Oh, das ist falsch einsortiert. Feuer. Da habe ich gesagt, das bringen wir nicht hoch. Nee, irgendwas anderes war das doch. Tieren. Hier, ne? Wir könnten ein bisschen Fleisch hochbringen. Aber eigentlich ist das auch okay. Monsterorgane. Ja, ne, Zwiebeln, die bleiben da schön drin. Kräuter sind schön voll. Die auch. Die ebenfalls. Honig. Ja, doch. Ist alles recht gut sortiert. So kann man das echt zurücklassen, ne? Aquarium. Ey, wir haben hier was gemacht, oder? Oh Mann. Wir haben echt richtig was hochgezogen. Hä, aber ich bin mir ziemlich sicher, hier war doch gerade irgendwas voll. Bin ich bescheuert? Hier, Trollleder war's. 2, 3, 4, 5, 6. So. Meine ich doch. Irgendwas war. Bist du. Ich. Tut mir leid, das hat jetzt ein Weilchen gedauert. So, hindurch. So, nochmal ja hier hinten gerannt. Trollleder, das hatten wir hier definitiv irgendwo. Bin ich mir ziemlich sicher.
Kräuter, Monsterfleisch, Fleisch, Beeren. Trollleder, meine ich doch. Hier. Rein damit. So. Sehr gut. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir zurück.